Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit mir, Paxis. Ich hatte ja gehofft, dass ich hier mal speichern kann und nochmal laden kann und gucken kann, ob ich den vorhergehenden Kampf hätte schneller machen können. Und eben nicht dieser Alarm ausgelöst wird. Es kann aber sein, dass es einfach so gescriptet war und es so ausgehen sollte. Ich wüsste auch nicht, wie ich die Gegner hätte sehr viel schneller platt machen sollen. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht speichern und ich glaube, wenn ich lade, komme ich auch total weit davor raus. Also, wenn ich mir das Bild hier rechts anschaue, das scheint mir. Ich sehe es nicht richtig. Ist es jetzt schon im Gebäude drin? Ach, wisst ihr was? Ich probiere es einmal aus. Ich will es einmal probieren. Ansonsten, wenn es halt nicht klappt, mache ich alles genauso wie gerade eben auch. Aber es kam mir halt so vor, als wenn es eine Option gewesen wäre, weil einfach so mittendrin war plötzlich der Kampf vorbei. Ich denke halt schon, dass ich einfach zu langsam war. Ich weiß nicht, ich werde mal versuchen mit Zauberei, aber eigentlich kam es mir nicht so vor, weil wir machen halt auch verdammt wenig Schaden. Und ich weiß nicht, was die anderen Typen da in der Zwischenzeit machen. Es wäre halt schon cool, wenn es funktionieren würde, ohne dass wir Alarm auslösen. Zumal halt der andere Typ, der Anführer quasi, also der das Ganze hier eingerührt hat, der hat halt schon zwei mindestens umgebracht. Also der hat zwei umgebracht auf jeden Fall. Der hat ein normales Schwert und kein Holzschwert. Und das ist halt auch scheiße. Ah ja, sehr gut. Ja, okay, das. Moment mal, den Liebesbrief will ich aber wieder haben. Den muss ich wieder lesen. Die Briefe müssen alt sein, wenn man sich das Band so ansieht. Das war wahre Liebe. So. Bin mal gespannt. Ich werde versuchen, mich anzustrengen. Luft ist rein. Klopf auf Holz. Gut. Jetzt sperren an. Ja. Du hast ges. Verdammt, ich war. Das kann man nicht schaffen. Nee, das kann man nicht schaffen. Das muss so passieren, alles klar. Was passiert denn bei 2? Nee, ich mache alles wie beim ersten Mal, komm. Wir haben. Du weißt, ihr Beruf. Wie. Ich. Wir. Es ist. Willst. Steht hier. Wir sind nicht. Gut. Wie viel. Du. Also. Mit. Aber. Ganz. Es geht. Nein. Du. So, dann gehen wir mal runter in den Tresorraum, aber irgendwie ist es trotzdem unangenehm. Hat er, wie gesagt, auch schon zwei umgebracht? Er hat gesagt, er bringt niemanden um. Na komm, wir können auch rennen, oder? Was für ein Schloss. Meisterlich gefertigt. Zwei Federbolzen, zylindrische Riegel, die Meritiumbärte. Interessiert mich nicht. Interessiert keinen. Wir gehen rein. Geralt, du zuerst. Wieso ich? Dazu habe ich dich eingestellt. Los jetzt, wir haben keine Zeit. Giftgas? Friss oder stirb. Na geil. Scheiße, als hätte das Theater nicht gereicht. Ich glaube, wir brauchen Katze, das wird sonst gar nichts.
Ah, das sind ja doch einige. Was jetzt? Du Stück Dreck. Eine weniger. Noch eine weniger. Frage, ob er der Falle hätte ausweichen können, wenn man da drüber springt. Also ob man da drüber springen kann. Ich denke mal nicht, aber wäre mal interessant zu wissen. Tod! Was fehlt fürs Erste? Suche die Schatzkammer nach Maximilians Haus. Ich dachte, es wäre ein richtiges Haus. Was ist das? Es könnte das sein, natürlich sein, dass es geschrumpft ist irgendwie so. Das hatten wir ja schon. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Darunter auch dieses schöne Werk von Van der Knoop, dem Meister aus Maribor. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Okay. Darunter auch dieses schöne Werk von Van der Knoop, dem Meister aus Maribor. Eigentlich will ich gar nicht alles klauen, aber why not? Okay, dann halt nicht. Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch anlegt. Im Gegenteil, ich weiß es nur zu gut. Ewald? Hallo, Bruder. Lange her. Sieh an. Komplikationen überall. Du schuldest uns eine Erklärung, Ewald Borsodi. Was ist der Zweck dieses Familientreffens? Rache. Wegen Verrats. Erniedrigender Jahre. In Armut. Vater hat mir das Auktionshaus vererbt. Mir! Horst hat mich betrogen. Und enterbt. Du hast alles, was wir eingenommen haben, verspielt und verhurt. Vater hat das nicht gesehen, aber ich... Das ist keine Entschuldigung, Horst. Und keine Rettung. Ihr zwei, haltet zu mir. Die Redanier werden euch nichts tun. Ich gebe euch, was ihr wollt. Flockentorst, ich bin dabei. Mich müsst ihr nicht, ich bin bei Ewald. Ich halte mich aus euren schmutzigen Angelegenheiten raus. Boah! Der Horst scheint ja doch ein relativ ehrbarer Mann zu sein. Relativ. Ewald hat uns verarscht und hat zwei Leute umgebracht. Boah, das ist schwer. Also entweder halte ich mich raus oder ich halte zu Horst. Aber ich werde definitiv nicht für Ewald sein. Weil er uns betrogen hat. Okay, ich muss mal kurz nachdenken. Der Geralt ist ja eher für die Guten. Ewald scheint mir der Böse zu sein, auch wenn er betrogen wurde. Scheint der Horst der Anständigere von beiden zu sein. Und wenn ich jetzt mich raushalte, wird auf Garantie Ewald auch gewinnen. Oh, das ist schwer, aber ich glaube, ich werde zu Horst halten. Großzügiges Angebot, Horst. Ich nehme es an. Was? Du wagst es? Ich sagte, ich kann es nicht leiden, hinters Licht geführt zu werden. Hättest du es ernst nehmen sollen. Tja, da fällt Widersprechen schwer. Leider, Ewald. Siehst du, du hast sie alle gegen dich. Wieder mal. Zum letzten Mal. Das wird sich zeigen. Ich gehe nicht einfach so. Du
wirst es nie lernen. Schau, sogar deine Komplizen wenden sich ab. Doch ich nicht. Blut ist bekanntlich dicker als Wasser. Ich will dir vergeben. Ach, wirklich? Unter einer Bedingung. Du erkennst mich als Oberhaupt an und verneigst dich vor mir. Das hätte klappen können, aber ich kenne dich. Oh ja, Ewald. Wie falsch geht das immer wieder auftaucht. Wascht ihn und kleidet ihn zum Begräbnis an. Präsentabel. Er wird mir keine Schande mehr machen. Endlich. Ich hasse offene Rechnungen. Dann reden wir jetzt über meine Belohnung. Ja. Wie ich sagte. Nimm, was du willst. Dieses Rubinhalsband wird ein neues Zuhause finden. Und ich sagte... Natürlich, der Hexer. Dass ich Max Borsodis Haus will, was immer es ist. Du verstehst nicht, die Dokumente, das Testament darin. Nichts darf in Olgierds Hände gelangen, zu keinem Preis. Zu keinem. Sicher. Meine Herren, darf ich an Ihre Vernunft appellieren? Ja, Hexer. Ich sterbe eher, als dass ich dir die Papiere gebe. Was? Ich hab den anderen Typ doch nicht umsonst gebracht. Bewundernswert tapfer. Aber lass uns doch etwas klären. Was denn? Es ist klar, ich gebe dir das Haus nicht. Nein, du gibst mir den Inhalt nicht. Den brauche ich auch nicht. Nur die Truhe. Verstehe. Der Wolf ist satt. Und das Schaf lebt noch. Der Wolf ist verdammt erschöpft. Also her mit der Scheißkiste und bring uns hier raus. Nichts lieber als das, glaub mir. Dich hingegen mag ich. Bleib noch hier. Wir müssen reden. Ich suche jemanden, der sich auf Schlösser und Fallen und so fort versteht. Das wäre mir eine große Ehre, Chef. Hier lang. Raus, Hexer. Und komm nie wieder. Maximilian Bosodis Haus. Sehr interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Komme aus dem Auktionhaus. Ziemlich langer Geheimgang auf jeden Fall. Ah, okay. Kürzer als gedacht. Ich dachte, er wäre noch ein Tick länger.
So, jetzt haben wir ja. Also ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt dieses Hauptquest noch geht von diesen Hearts of Stone, aber jetzt haben wir ja zumindest erstmal die krassen. Oh, eine Truhe. Die krassen Quests quasi, die er uns auch gegeben hat, erledigt und können jetzt ihm das Haus bringen. Und wir haben auch seinen Bruder quasi versorgt. Ich frage mich, ob beide gestorben wären, wenn ich die sich selbst überlassen habe. Fällt mir gerade so ein. Es wäre jetzt auch keine wirklich schlimme Option gewesen. Vielleicht hätte ich sie doch sich selbst überlassen können. Ah, das ist schwierig. Bin ich 100% zufrieden, aber ich gehe nicht zurück. Also, oder ich gehe nur in ganz, ganz seltenen Fällen zurück und ändere meine Entscheidung. Deswegen lasse ich das auch. Es war in dem Moment für mich das Beste und ja. Ich bin eigentlich jetzt auch nicht total unglücklich darüber. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich die anderen Sachen mache. Also wenn jetzt zum Beispiel beide sich selbst überlassen. Es könnte natürlich sein, dass sie sich dann gegenseitig umbringen, das vielleicht die angenehmere Option gewesen wäre. Aber wie gesagt, das ist jetzt, denke ich, nicht so eine Entscheidung gewesen, wo es mich so sehr schmerzt, dass ich sage, okay, ich muss es missbrauchen. Hey Daniel! Die Möglichkeit bei dem Spiel halt mal laden zu können. Ich lasse es einfach so. Schön, dass er direkt der Ziel ist und nicht so weit gehen muss. Macht der denn? Dreht er an einer Kiste? An dem Fass? Was treiben die da? Spiel. Zu groß geratene Kleinkinder, weißt du. Hast du Kinder, Geralt? Nein. Ach ja, Hexer sind ja steril. Ah, starr mich nicht an. Sag mir, was dich herführt. Wie ist der Ophiri-Prinz zum Monster geworden? Hätte ich das nicht alles schon erfragt? Ich frage mich, wie du den Ophiri in eine Kröte verwandelt hast. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Allerweltsfluch war. Ist das Berufsinteresse oder stinknormale Neugier? Berufsinteresse. Die Information könnte mir noch nützlich sein. In der Zukunft? Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Wird man sehen. Also, gib es zu. Dir hat ein Magier geholfen, stimmt's? Ich gebe dir einen Tipp. Du bist hier nicht der Einzige, der Wünsche erfüllt. Odim hat den Ophiri verwandelt? Auf deinen Wunsch? Nein, das war ich allein. Aber du hast recht, es war kein gewöhnlicher Fluch, sondern ein im Zorn gesprochener Wunsch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich erfüllt. Mehr sage ich nicht. Sag mal, wie hast du den Ophiri kennengelernt, den du verwünscht hast? Du bist aber neugierig. Na und? Du redest doch gerne über dich. Das kann ich nicht leugnen. Der Ophiri war ein Kronprinz auf Reisen. Er wollte fremde Länder und Gebräuche kennenlernen. Er hat sich in eine Frau verliebt. Zufällig lag mir an dieser Frau sehr viel. Aber mit einem Edelmann aus fernen Landen konnte ich nicht mithalten. Sie wurde dem Ophiri versprochen, obwohl sie mich liebte. Du hättest seine jämmerlichen Versuche sehen sollen, sie zu bezirzen. Als sie fragte, warum er als Kaufmann verkleidet reise, sagte er, er wäre wie ein Frosch im Märchen. Ein Kuss und er würde sich in einen Prinzen verwandeln. Ein Frosch wollte er sein, konnte er haben. So einen Säbel sehe ich zum ersten Mal. Woher stammt er? Ophir. Er war ein Geschenk. Jeder schwachbrüstige Feigling kann sich eine Klinge an den Gürtel hängen und auf gefährlich machen. Aber mein Säbel ist ein Versprechen. Wenn ich ihn ziehe, rollen Köpfe. Schon sein Anblick vertreibt den Leuten die Lust auf ein Duell mit Olgierd von Evarek, dem berüchtigten Gesetzlosen. Mein Medaillon sagt, dass er magisch ist. Ach was, sagt es das? Eine bessere Waffe dürftest du noch nicht gesehen haben. Ach krass, der Liebesbrief, den wir da gefunden haben in dem Auktionshaus, der war von ihm, von Olgierd.
Und da war quasi auch der versteckte Hinweis, dass dieser Udyr Odim wahrscheinlich ein Teufel ist, weil er ja gesagt hat, dass vielleicht Gott die Tränen oder das Geheule erhört oder vielleicht irgendein Teufel. Und das war dann wahrscheinlich Udyr Odim. Sehr krass. Sehr geil, wie das alles ineinander spielt. Dein Trupp. Interessante Leute sind das. Interessant? Wieso? Gewöhnliche Zecher und Raufbolde allesamt. Wo hast du sie aufgetrieben? Manche sind schon seit Ewigkeiten bei mir. Andere fand ich unterwegs. Wieder andere haben mich gefunden. Bei Gelagen aller Art sind sie jedenfalls gute Gesellschaft. Und seit ich mit ihnen unterwegs bin, sind meine alten Gegner still wie die Mäuschen. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann spielen wir auch mal eine Runde Quint gegen ihn und lösen die Quests auf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr bestimmt auch.